Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und letzte Woche hielt ich einen Vortrag vor 70 jungen Startup-Unternehmern. Hierbei ging es um die wichtige Frage, wie kann ich mir die ganzen Techniken brillanter Rhetorik merken, um zum Beispiel einen möglichen Investor zu überzeugen. Nun, der Businessplan ist eine Sache, aber die Persönlichkeit, das Auftreten im entscheidenden Moment eine ganz andere. Und gerade Investoren überlegen sich sehr genau, wem sie vertrauen. Ich habe mich also entschlossen, die nächsten Podcast-Folgen diesem wichtigen Thema Rhetorik zu widmen und wie man sich die rhetorischen Mittel mit Hilfe von Speed-Learning-Techniken merken kann. Die Techniken helfen natürlich nicht nur, um einen Investor, wenn man ein junges Startup ist, zu begeistern, sondern auch, um im Verkauf positiv auf den Kunden oder als Key Account Manager positiv auf den Auftraggeber zu wirken, sondern sie helfen auch, um Mitarbeiter besser zu führen, um gegebenenfalls mündliche Prüfungen anders zu erleben, um bei Vorstellungsgesprächen die Mitbewerber zu übertreffen und die Vorstands- oder Personalchefs entsprechend zu überzeugen. Und notfalls helfen sie aber auch bei Gerichtsverhandlungen eine wirklich gute Figur zum positiven Ausgang der Verhandlung zu machen. Das alles sind unbewusste Signale, die man aussendet in der Rhetorik. Und ich werde zunächst einmal eine Speed-Learning-Technik vorstellen, anhand der wir dann im späteren Verlauf die verschiedenen rhetorischen Techniken, Tricks und Raffinessen verankern werden. Wenn du ein fleißiger Podcast-Hörer meines Podcasts bist, dann kennst du schon die Körperliste. Die Körperliste ist eine einfache Technik, die ich auch in der englischen Version meines Podcasts Speed Learning Your Secret of Success vorgestellt habe. Ich habe da die Geschichte erzählt, wie mir meine Mutter früher im Alter von 3 Jahren diese Technik vorgestellt hat, damit ich mich beim Einkaufen nicht zu Tode langweile. Und in dieser Podcast-Reihe habe ich relativ früh zu Beginn die Körperliste auch schon vorgestellt und heute wiederhole ich sie noch einmal. Falls du recht neu dabei bist und dir bislang nicht die Mühe gemacht hast, die restlichen 50 Folgen dieser Podcast-Reihe hier anzuhören, dann lernst du heute die Körperliste möglicherweise zum ersten Mal kennen. Ansonsten steht sie auch in meinem Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken, erschienen im Redline Verlag. Doch kommen wir nun zu der Technik. Die Körperliste, wie sie den Name schon verrät, ist eine Liste, die wir an unserem Körper definieren. Wir wählen hierzu 10 prägnante Punkte, die man sich gut merken kann. Punkt 1 sind die Füße und wenn du im Moment gerade die Möglichkeit dazu hast, dann berühre jetzt einmal deine Füße und sage laut 1. Punkt 2 sind deine Knie, also berühre deine Knie und sage dir laut 2. Jetzt die Oberschenkel, Punkt 3, das Gesäß, Punkt 4, die Hand mit den 5 Fingern berührt nun den Bauch. So wie nach einem leckeren Essen, wenn wir uns den Bauch mit unseren 5 Fingern der Hand reiben. Das ist also der 5. Punkt auf der Körperliste, der Bauch. Punkt 6 ist der Brustkorb. Punkt 7 die Schultern. Da stellen wir uns vor, dass dort einer der 7 Zwerge steht, damit wir uns schnell merken können. Punkt 7 mit dem Zwerg. Wenn du die Baumliste kennst, die in meinem Buch steht und die ich auch in dieser Podcast-Reihe schon vorgestellt habe, dann kennst du den Zwerg schon aus der Zeit. Ansonsten, die 7 Zwerge sind das Symbol für die Zahl 7
im Speed Learning. Und deswegen stellen wir uns auf dem siebten Symbol der Körperliste, auf dem siebten Punkt, den Schultern, einen kleinen Zwerg vor. Punkt 8, der Hals. Punkt 9, die Nase. Und Punkt 10, die Stirn. Also Punkt 7 wäre die Schulter, Punkt 5 wäre die Hand. Und demnach ist Punkt 1 der Fuß, 2 das Knie, 3 der Oberschenkel, 4 das Gesäß, 5 der Bauch, 6 der Brustkorb, 7 die Schulter, 8 der Hals, 9 die Nase und 10 die Stirn. In umgekehrter Reihenfolge 10 die Stirn, 9 die Nase, 8 der Hals, 7 die Schulter, 6 der Brustkorb, 5 der Bauch, 4 das Gesäß, 3 die Oberschenkel, 2 die Knie und 1 die Füße. Damit wäre die Grundlage geschaffen. Wiederhole diese Liste und berühre die Stellen entsprechend, indem du dich körperlich ein bisschen bewegst, damit du mit deinem ganzen Körper diese Liste abspeicherst und verinnerlichst. Und nun definieren wir an allen 10 Stellen des Körpers verschiedene rhetorische Mittel. Ich gehe sie einmal jetzt kurz durch und in den nächsten Podcast-Folgen werde ich dann intensiver darauf eingehen, was denn jedes einzelne rhetorische Mittel in der Praxis bedeutet, wie du es einsetzen kannst und solltest und welche Veränderungen du bei deiner Zuhörerschaft oder deinem Auditorium, zum Beispiel im Rahmen eines Vortrags oder einer Business-Präsentation, erwarten darfst. Punkt 1, die Füße, steht für stehe 3 Minuten ruhig da. Punkt 2, die Knie, bedeutet Standhaftigkeit und Selbstvertrauen. Punkt 3, die Oberschenkel, bedeutet bring Bewegung in das ganze System, in die Rede oder in den Vortrag. Punkt 4, das Gesäß, steht für die richtige Erscheinung mit Kleidung und anderen äußeren Merkmalen. Punkt 5, der Bauch, bedeutet atme durch den Bauch und aktiviere das parasympathische Nervensystem. Punkt 6 steht dafür, dass du laut, deutlich und klar artikulierst. Die 7, die Schultern, stehen für Gestik und Unterstützung der Arme bei der Rede und für ein Tabu, das du niemals während einer Rede oder eines Vortrags tun solltest. Punkt 8, der Hals, steht dafür, dass du die Sprache deiner Zuhörerschaft sprichst, nicht nur, wenn sie aus dem Ausland kommt, in der jeweiligen Zielsprache, zumindest teilweise, sondern auch mit dem entsprechenden Fachjargon. Punkt 9, die Nase, steht dafür, dass du einen guten Riecher für deine Zuhörerschaft haben solltest. Und Punkt 10, die Stirn, steht dafür, dass du die Rede auswendig halten solltest, maximal durch kleine Notizzettel unterstützt, aber um Gottes Willen niemals ablesen, auch nicht von einer PowerPoint-Präsentation. Da kommen wir aber im späteren Verlauf dieser Podcast-Reihe noch dazu. Also, was du dir für heute merken kannst, ist, die Füße stehen für 3 Minuten stillstehen. Die Knie stehen für Selbstbewusstsein, Standhaftigkeit. Die Oberschenkel stehen für Bewegung in die Rede oder in den Vortrag bringen. Das Gesäß für die Kleidung und die richtige Erscheinung. Der Bauch steht für die Bauchatmung und das parasympathische Nervensystem. Der Brustkorb steht für eine klare, deutliche Aussprache, vor allem verständlich auch. Die Schultern stehen für Gestik und Unterstützung durch deine Arme und Hände. Der Hals steht dafür, dass du die Sprache deiner Zuhörerschaft sprechen sollst. Die Nase steht dafür, einen guten Riecher zu haben. Und die Stirn dafür, dass du die Rede auswendig kannst. Das wäre es für heute. Was denn genau bedeutet 3 Minuten stillstehen und Standhaftigkeit und Selbstvertrauen, das erfährst du in der nächsten Podcast-Folge.
Bis dahin kannst du gerne meine Website besuchen unter speedlearning.academy. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst auch mal persönlich treffen. Und solltest du jetzt demnächst gerade eine entscheidende rhetorische Situation anstehen haben, dass du eine Rede halten musst, einen Vortrag, eine Business-Präsentation oder tatsächlich ein Gespräch mit einem Investor hast, dann füll gerne das Kontaktformular auf speedlearning.academy aus und dann telefonieren wir und finden heraus, welche Möglichkeit es kurzfristig gibt, um dir ein paar Tipps zu geben. Vielleicht im Rahmen eines Tagestrainings, vielleicht aber auch einfach nur mal bei einem Kaffee im Hilton in der Lobby in Mainz. Wie auch immer, ich freue mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen. Bis dahin, abonniere gerne diesen Podcast. Ich freue mich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst an Menschen, die aktuell gerade besser und erfolgreicher werden möchten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.